Hallo, mein Name ist Tobias Rumschöttl. Willkommen auf dem Manfrotto-Stand auf der NAB 2017. Ich möchte euch heute den neuen Nitrotech Videokopf vorstellen. Der neue Nitrotech N8 Stativkopf hat eine Traglast von bis zu 8 Kilo, startet bei 0 Kilo. Die Neuheiten im Vergleich zu anderen Videoköpfen, die wir bisher hatten, sind das, sag mal, revolutionäre Counterbalance-System, auf das wir noch näher eingehen werden. Dann hat er eine Top-Release-Stativplatte, kommt als Flachbasiskopf, sodass man ihn auf Slidern und anderem Zubehör benutzen kann. In den Kits kommt er mit einer 75 mm Halbschale, die man dann abschrauben kann. Ja, Nitrotech deshalb, weil wir für die Counterbalance statt einer Feder, wie bisher, einen Nitrotech mit Stickstoff gefüllten Dämpfer benutzen. Der befindet sich im Kopf hier unten, um so über den gesamten Neigebereich eine absolut ruhige Neigung zu gewährleisten, die eben ohne diese Federeffekte funktioniert. Nein, das ist kein Problem. Der Dämpfer kommt aus der Automobilindustrie, zumindest technisch. Und wir haben ihn getestet mit Sand, wir haben ihn getestet mit Eis, wir haben ihn getestet mit Dreck, wir haben ihn getestet mit Wärme, mit Kälte, mit Wasser. Und in allen Lebenslagen funktioniert er einwandfrei und ist auch langlebig. Der Nitrotech N8-Kopf hat 2 Jahre Garantie. Durch eine kostenlose Registrierung verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. Der Vorteil an der stufenlosen Einstellung der Counterbalance ist halt, dass man es sehr, sehr genau auf jedes Setup einstellen kann. Schwere Linse, leichte Linse, schwerer Akku hinten dran, leichter Akku, extrem leichte Kamera, wie eine GH5 zum Beispiel. Extrem schwere Kamera, für den Kopf zumindest, wie eine FS7 mit einer schweren Linse. Und die Genauigkeit, um auch in der Neigungswinkel eine ganz ruhige Lage der Kamera in jeder Position zu erreichen, dazu braucht es eben diesen stufenlosen Gegengewichtsausgleich, Counterbalance, die man mit diesem Knopf einstellen kann. Ja, kann ich. Das Counterbalance System, hier steht CBS für Counterbalance System, hat eben diesen Knopf zum stufenlosen Einstellen. Wenn man breitere Setups hat und da nicht richtig hinkommt, kann man den auch ausziehen. Bei den früheren Köpfen in dieser Gewichtsklasse hatten wir bis jetzt keinen Top-Release, da musste man die Platte von hinten einfädeln, was natürlich erstens ein bisschen fummelig ist im schnellen Praxisbetrieb und zweitens, wenn man einen Rig hat, gar mit Handgriffen etc. und andere Teile, die eben überstehen, dass es gar nicht ging, ohne das Rig zu demontieren. Und mit der neuen Top-Release-Stativplatte kann man die Kamera so, wie sie gerickt ist, einfach oben drauf stellen. An den Easylink-Anschluss kann man Zubehör aller Art befestigen, zumeist werden es Gelenkarme sein. Bei den Manfrotto-Gelenkarmen gibt es eine Anti-Rotation-Version, mit der man hier an die spezielle Easylink-Adapter dran kann, sodass Monitore nicht mehr wegklappen können oder dass die ganzen Arme sich nicht mehr verdrehen können, selbst wenn man die in geschlossenem Zustand zum Beispiel mal kurz justiert wegen Blend-Problemen oder so. Der Nitrotech N8 ist ab sofort verfügbar. Der Kopf kostet alleine 499 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dann bieten wir weiter 4 Kits an mit den 546 Stativ mit Mittel- oder Bodenspinne wahlweise, beziehungsweise mit den Empro Carbon Stativen 535 und 536.